Es war die Hammermeldung des Tages, denn lange hat er sich versteckt und ist jetzt gefunden. Attila Hildmann, Hetzer, Antisemit, Corona-Leugner und Ex-Vegan-Koch. Die Suche nach ihm hat jetzt ein Ende. Er ist seit Dezember 2020 auf der Flucht, wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Doch gefunden haben ihn Hobbydetektive und ein Sternreporter. Attila Hildmann, antisemitischer Corona-Leugner, Schreihals, Schwurbler und Volksverhetzer. Bereits vor 1,5 Jahren floh der Verschwörungstheoretiker vor der deutschen Justiz in die Türkei. Entdeckt hatte ihn dort bisher niemand, nicht mal Interpol. Jetzt die Wende. Ein Sternreporter und ein Hobbydetektiv fanden ihn nun südöstlich von Istanbul, in der Stadt Kartepe. Der Stern recherchierte eigenen Angaben zufolge seit Mai 2022 zu Hildmanns Aufenthaltsort. Seit Herbst 2021 habe sich Hildmann im Küstenort Gümec aufgehalten. Auch seit Herbst 2021 bettelt Hildmann auf seinem Telegram-Kanal fast täglich um Spenden in Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Er verkauft auch immer noch über einen Online-Shop vegane Lebensmittelprodukte. Wo waren die Behörden? Die, die ihn eigentlich hätten finden müssen? Ist es jetzt Aufgabe der Journalisten und Hobbydetektive, Verbrecher zu finden?